Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meiner Map Duisburg. Ja, heute ist mal so ein eher so ein kleines Testvideo, da ich im Moment ein bisschen mit der 903 noch experimentiere, weil ich ja angekündigt habe, dass in Version 2 die Linie 901 und die 903 kommen wird. Und da ich ja mit der 906 jetzt so langsam hier in den Bereich mit der Szenerie komme, vom auf dem Damm heißt das, glaube ich, hier. Gucken wir mal. Auf dem Damm, genau. Die Szenerie von der 906 ist jetzt, wie ihr bereits im Umsichtforum gelesen habt, der Stand im Umsichtforum ist so, dass ich mit der Szenerie jetzt vom Landschaftspark Nord bis zum Maidrich Bahnhof fertig bin. Aber der inoffizielle Stand ist, weil ich an den letzten Tagen weitergebaut habe, ist jetzt bis zum von der Scholtenhofstraße bis zum Nombericher Platz, also bis zur Autobahnüberführung da, wenn die Autobahnauffahrt ist. Bis dahin bin ich so weit gekommen. Jetzt habe ich auch heute die U-Bahn-Station endlich fertigstellen können. Und ich warte jetzt, ich gucke jetzt mal, dass ich jetzt mal eine S-Bahn, die ich testweise hier gemacht habe, mal spawnen lasse. Ich hoffe, das klappt alles. Also das ist alles Alpha-Version hier noch. Für Fehler kann ich jetzt nicht garantieren. Uppala, die ist aber schnell unterwegs. Gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Ja, das mit dem Untergrund ist noch nicht so ganz funktionstüchtig. Jetzt hält die natürlich hier jetzt erstmal. Aber hier geht's einigermaßen. Versuch's trotzdem mal im Cockpit zu bleiben. Ich hoffe, dass die Kamerasteuerung unter dem Boden besser wird irgendwann. Jetzt kommen wir am Maidrich Bahnhof. Ich hoffe, die hält jetzt auch hier an. Ja, mit 60, 63. Nee, natürlich nicht. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, wir kommen jetzt hier raus. Also der Untergrund funktioniert schon mal einigermaßen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, das wird natürlich alles noch in der Version 2 geändert. Hat er hier keine Zielbeschilderung oder so? Naja, das ist alles noch, das wird alles geändert. Ja, das kennt ihr ja alles bereits. Hier sind noch ein paar kleine Fehler jetzt dazwischen gekommen. Das werde ich natürlich alles beheben. Ja, das wird alles umgebaut hier noch, der Maidrich Bahnhof. Aber ich finde es schon mal so gut, dass es schon mal funktioniert. Jetzt kann ich euch mal die U-Bahn-Station auch mal so zeigen. Also so sieht die U-Bahn-Station im Moment aus. Da auf die Rolltreppen kriege ich im Moment keine Texturen drauf. Das heißt, es kann sein, dass das auch so in Version 2 sein wird. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie hin, weil wenn ich da Texturen drauf klatsche,